Hallo liebe Kinderautore, es ist Herbst. Und was bietet sich da an? Ihr macht mit den Kindern ein Labyrinth. Alles was ihr braucht, das sogenannte Laubrechen oder Laubbesen und natürlich eine Fläche mit viel, viel Laub. Zuerst beginnt ihr einmal eine Grundlinie herzustellen. Ein Quadrat. Und in dem bauen wir dann den Irrgarten rein. So, und ihr seht, wir sind jetzt schon ziemlich weit oder fast fertig mit unserem Labyrinth. Wichtig ist, diese Zwischenräume von den Hindernissen in unserem Irrgarten immer schön frei zu halten. So, und jetzt muss ich mal schauen, folgt mir mal, ob ich da irgendwie wieder rausfinde. Hier schaut es gut aus. Also ihr seht selber, es ist super einfach, so ein Labyrinth selber herzustellen. Ganz eine tolle Sache mit den Kindern beim Spaziergang. Ihr müsst auch nicht unbedingt so einen Besen mitnehmen. Ihr könnt es einfach auch so zu Fuß so eine Spur in das Laub ziehen. Probiert es aus. Viel Spaß und schaut wieder mal bei kinderoutdoor.de vorbei. Servus, herzlichst euer Uli.